Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté, přátelé a zájemci o problematiku, která na první pohled vypadá možná poněkud ezotericky, ale která vzhledem k pomíchání všech hodnot v dnešní společnosti nabývá na významu. Dneska vás sem pozvali, respektive vy jste pozvali, přijali pozvání, na kterém se podílí řada organizací ve spolupráci MDA a Ekumenické akademie v rámci projektu Škola alternativ a s podporou Rozy Luxemburg. Máme tu možnost se v tomto poněkud komorním obsazení, ale o to intenzivněji věnovat otázkám souvisejícím s vírou, s křesťanstvím ve vazbě na dnešní společnost. Já bych přivítal hosty první poloviny naší panelové diskuze, pana Kluteho, bývalého europoslance za Die Linke, a pana Bublana, bývalého ministra a donedávna i senátora za ČSSD, byť nestraníka. V první polovině, která bude trvat asi hodinu a půl, se budeme věnovat otázkám, které mě osobně například jsou blízké, protože jsem bezvěrec, takže rád nahlédnu do toho, jak se vztahuje víra k dnešní společnosti. A abych vás dále neunavoval, tak bych předal slovo panu Klutemu, který by nás uvedl do problematiky, poté promluví pan Bublan a potom budeme mít prostor pro vzájemnou diskuzi. Ja, ich spreche leider kein Tschechisch und bin von daher angewiesen auf Übersetzung von der Kollegin, die das für mich in ihre Sprache übersetzen wird. Já bohužel česky nemluvím, takže budu odkázán tady na překlad do češtiny, tak aby všichni mohli rozumět. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich zunächst einmal und bedanke mich auch für die Einladung, hier heute mit Ihnen reden und diskutieren zu können. Chtěl bych vás také pozdravit a poděkovat za pozvání, že tady mohu s vámi být a diskutovat. Okay, ja, wie der Kollege schon gesagt hat, ich bin einerseits Politiker, aber auch nur so halb. Ich war im Europäischen Parlament für eine Periode von 2009 bis 2014, aber von Beruf bin ich eigentlich evangelischer Pfarrer. Ich war allerdings nie in einer Kirchengemeinde, ich war immer im kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt beschäftigt und habe mich also immer mit Fragen befasst, mit sozialen Fragen, mit Arbeitnehmerfragen, mit Arbeitnehmerproblemen. Jak už kolega říkal, byl jsem politikem, ale jenom tak napůl. Byl jsem členem Evropského parlamentu mezi lety 2009 a 2014, ale jinak povoláním jsem evangelický farář, ale nikdy jsem vlastně nepracoval přímo jako v té církevní obci, ale vlastně ve službě církve a zabýval jsem se vždy sociálními otázkami, otázkami zaměstnanců. In manchen Ländern, in manchen Kirchen ist das vielleicht etwas überraschend, dass Pfarrer auch gleichzeitig in der Politik sein können. In Deutschland, in der evangelischen Kirche, ist das aber nicht ganz unnormal. Es gibt eine ganze Reihe von Pfarrern, die zwischendurch auch mal für eine Zeit in der Politik sind, aber trotzdem Pfarrer bleiben, trotzdem Mitarbeiter der Kirche bleiben. Das, glaube ich, muss ich zur Erklärung vorher sagen, weil ich kenne aus anderen Ländern auch dass man das dort nicht so ohne weiteres kann, dass es in anderen Ländern sehr viel schwieriger ist. V některých zemích to může být překvapivé, že někdo může být zároveň farářem i politikem, ale u evangelické církve to tak není, tam to zase tak neobvyklé není a je řada farářů, kteří se politikou zabývají, ale přesto dále vykonávají svůj post faráře a zůstanou v církvi. Takže proto jsem to chtěl vysvětlit, protože vím, že v jiných zemích to může být jiné a může to být tak vlastně obtížné. Der
Titel oder das Thema des heutigen Abends oder Nachmittags ist ja Christsein und Politik oder vielleicht muss man genauer sagen Christsein und linke Politik. Letztlich geht es ja hier konkret um die Frage, wie kann man zusammendenken, Christ zu sein und gleichzeitig auch linker Politiker zu sein. Tématem dnešního odpoledne je křesťanství a politika, nebo přesněji řečeno křesťanství a levicová politika, protože je vlastně zde ta otázka, jak to vůbec jde dohromady být zároveň křesťanem i levicovým politikem. Dazu muss man vielleicht zunächst einmal fragen, wofür Christsein und wofür Kirche heute steht und wofür es auch gestanden hat in der Vergangenheit. K tomu se musíme ptát, položit otázku, co vlastně znamená křesťanství, co znamená církev v dnešní době a co znamenali v minulosti. Von linker Seite gilt Religion und insbesondere gelten auch die Kirchen von linker Seite ja oft als eine Institution, die die bestehende Herrschaft, die bestehende Politik nur legitimiert. Vlastně z toho levicovějšího pohledu náboženství a církev byly často vnímány jako instituce, které pouze legitimizovaly určitou moc, určitou nadvládu, která ve společnosti byla. Kirchen und auch Religionen haben das natürlich tatsächlich gemacht in der Vergangenheit. Wenn man in das 19. Jahrhundert zurückschaut, da haben die Kirchen hauptsächlich sich in den sozialen Konflikten, in der Industrialisierung auf die Seite der Regierung gestellt und haben im Prinzip tatsächlich die Regierungspolitik, die sich oft gegen die sozialen Interessen von Arbeitern gerichtet hat, unterstützt und legitimiert. Když se podíváme zpět do 19. století, tak v té době vlastně role církví nebo jejich přístup, pokud je o sociální konflikty, vlastně stavěla se spíše na stranu té vládnoucích vrstev proti té vznikajícímu dělnictvu nebo zaměstnancům. Kirchen, ich kann das, also ich kenne mich da ein bisschen ja auch in der Geschichte zumindest in Deutschland aus. Da haben die Kirchen nicht alle, es gab immer Ausnahmen, aber im großen Ganzen haben die Kirchen im 19. Jahrhundert tatsächlich sich gegen die sozialen Interessen der Arbeiter gestellt und haben die Leute auf das Jenseits vertröstet und haben gesagt, wer hier leidet, der hat dann im Jenseits möglicherweise ein umso besseres Leben, wenn er hier im Diesseits ein guter Christ war. Církve, já můžu mluvit ze své zkušenosti, vyznám se v historii, přinejmenším v historii německé církve, tak církve jako ne všechny, ale obecně můžeme říct, že v 19. století se stavěly proti těm sociálním zájmům pracujících vlastně i pod tím motem nebo heslem vlastně, že ten, kdo trpí na tomto světě, bude na onom světě se mít lépe. Diese Haltung von Kirchen ist dann natürlich von Sozialdemokraten, von anderen linken Gruppen und von Gewerkschaften zu Recht kritisiert worden. Tento postoj byl pak od sociálních demokratů i od jiných levicových stran právem kritizován. Heute muss man aber sagen, haben die Kirchen eine durchaus andere Haltung zu sozialpolitischen Fragen und auch zur Politik. Das heißt, Kirche war nie unpolitisch, das muss man auch ganz klar sagen. Die Frage war aber immer, wo und wie verortet sich die Kirche politisch? Und diese Orientierung an der Legitimierung bestehender Ordnung, die hat sich heute deutlich geändert. Dnes mají církve jiný postoj, pokud jde o sociální otázky a politiku, ale církve nebyly nepolitické, ale šlo vždy o to, jak se stavěly a kde byly. A vlastně ta orientace na tu legitimizaci stávajícího pořádku se změnila. Und dafür gibt es auch zumindest, das muss ich jetzt ein bisschen aus meinem gesellschaftlichen Kontext erläutern und sagen, warum bei uns in Deutschland die Kirchen sich geändert haben. Das hat mit zwei einschneidenden Ereignissen zu tun. Das eine war der Erste Weltkrieg, der jetzt ja, vor 100 Jahren im November, am 11. November vor 100 Jahren zu Ende gegangen ist. Und das zweite große Ereignis war der Zweite Weltkrieg, der Faschismus in Deutschland und der Völkermord der Faschisten.
Musím to trochu objasnit z toho kontextu nebo z mého kontextu a historie. Jsou tu dvě věci, které přispěly k tomu, že se ta církev nebo její postoj změnil. První světová válka, která skončila přesně před 100 lety, teď 11. listopadu, byly připomínky z tého výročí konce první světové války a potom druhá světová válka a fašismus. Die Kirchen haben zu Beginn des Faschismus immer noch ihre Position vertreten gehabt, jedenfalls im Großen und Ganzen, dass man der Obrigkeit, die von Gott eingesetzt ist, Folge leisten muss. Církve na začátku fašismu zastávaly svoji pozici, že vrchnost vlastně má svoji nadvládu nebo svoji pozici danou od Boha. Das war lange die feste Überzeugung, insbesondere in der lutherischen Kirche, aber auch durchaus in der katholischen Kirche. To bylo dlouho pevné přesvědčení, především v luteránské církvi, ale i v té katolické. Aber nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nach dem Ende des Holocaust, nach dem Ende des Völkermordes, ist in der Kirche ein Nachdenken angefangen darüber, ob man eine solche Regierung wie die faschistische Regierung in Deutschland als von Gott gewollt eingesetzt betrachten kann. Kann man wirklich sagen, ein Gott, der Menschen liebt, von dem als liebender Gott in der Bibel die Rede ist, kann man wirklich annehmen, dass ein solcher Gott eine solche Regierung eingesetzt hat und legitimiert und akzeptieren will? Po konci druhé světové války, po proběhnutém holokaustu a v hromadných vraždách vlastně církev pomalu začínala měnit svůj názor, přemýšlet o tom, zda je možné, aby Bůh vůbec takovouto vládu chtěl, aby Bůh, o kterém se v Bibli mluví jako o milujícím Bohu, aby vůbec mohl něco takového chtít, aby byla takováto vláda legitimizována. Man darf diesen Einschnitt, diesen politischen und geschichtlichen Einschnitt einfach nicht unterschätzen. Der spielt in Deutschland wirklich eine ganz zentrale Rolle. Einer der wichtigen Theologen, die in diesem Kontext zu nennen sind, ist Dietrich Bonhoeffer, der selber von den Faschisten ermordet wurde, der aber schon während des Faschismus begriffen hat, das kann nicht von Gott gewollt sein, eine solche Regierung, und der sich dann schon dafür stark gemacht hat, dass Christen sich einsetzen müssen für die Menschen, die von den Faschisten verfolgt, gefoltert und ermordet werden. Tento politický aspekt hrál důležitou roli a byli zde důležití teologové, kteří se o tu změnu postoje zasadili. Například německý teolog Bonhoeffer, který byl od fašistů zavražděn, tak už tenkrát v tom režimu pochopil, že taková vláda nemůže být dána od Boha a že roli křesťanů, jejich úlohou je postavit se za ty lidi, kteří pod takovým režimem trpí. Und in der Auseinandersetzung mit diesem historischen Einschnitt, mit dieser Katastrophe des Faschismus, haben sich Theologen, vor allen Dingen auch junge Theologen nach dem Krieg, gefragt, was sagt eigentlich die Bibel über Gott? Was steht da eigentlich drin? Und sie haben angefangen, die Bibel neu zu lesen. Und dann haben sie plötzlich gemerkt, es ist von einem Gott die Rede, der ein Gott der Liebe ist, ein Gott der Nächstenliebe, ein Gott der Feindesliebe. Es gibt Geschichten über Reichtumskritik. Es gibt die Geschichte im Neuen Testament vom reichen Jüngling, wo Jesus ihn auffordert, sein Reichtum abzugeben. Und Jesus sagt, man kann nicht in den Himmel kommen, wenn man reich ist. Und auch die Propheten des Alten Testamentes haben sehr viel Reichtumskritik geäußert. Das hat man alles nach und nach erinnert und angefangen zu reflektieren. V tomto diskurzu vlastně v souvislosti s takovou katastrofou se teologové, především mladí teologové, začali zabývat otázkou, co vlastně Bible o Bohu říká, zda je tam, jak je tam popisován, protože začali vlastně nově Bibli číst a Bůh je tam popisován jako Bůh, který je milující, který je pro lásku k bližnímu. Je tam psáno o tom, že člověk by měl milovat i své nepřátele v Novém zákoně. Je tam také potom kritika bohatství v Novém zákoně, příběh o bohatém mladíkovi. A ten bylo mu řečeno, že má odevzdat bohatství, protože do nebe se nemůže dostat, pokud bude bohatý.
A to vše vlastně v tom začali ty teologové nově číst a nově se tím zabývat. Man hat sich erinnert, dass von sozialer Gerechtigkeit im Alten Testament ganz viel die Rede ist. Man hat sich daran erinnert, dass es einen Satz gibt, im 5. Buch Moses steht er, der heißt, es soll kein Armer unter euch sein. Das ist lange überlesen worden, aber man hat plötzlich festgestellt, hier ist eine klare Aufforderung, Armut zu bekämpfen und Ungerechtigkeit in einer Gesellschaft zu thematisieren. Man hat sich erinnert, dass die Weihnachtsbotschaft, die Weihnachtsgeschichte mit einer Friedensbotschaft anfängt und sagt, dass Friede den Menschen gebracht werden soll. Man hat sich auch erinnert an einige andere Propheten im Alten Testament, die schon im Alten Testament Kriegshandlungen der Fürsten kritisiert haben und gesagt haben, das ist überhaupt nicht der Wille des alttestamentlichen Gottes, sondern wir sollen Frieden schaffen. Začalo se připomínat, že už ve starém zákoně je hodně, se mluví o sociální spravedlnosti. V Mojžíšově knize je vlastně něco, co se zapomínalo. Je tam jasné vyzvání toho, že je potřeba bojovat proti chudobě, že je potřeba bojovat proti nespravedlnosti, nebo i vánoční poselství je vlastně poselství míru. A připomínala se i další místa ve starém zákoně, kde se jasně mluví proti válce, o tom, že vlastně to není vůbec takový, nebyl vůbec starozákonní Bůh. Und man hat auch durchaus festgestellt, dass es in der Bibel einige Hinweise gibt auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Erde, mit der Schöpfung. In der Bibel ist von der Schöpfung Gottes die Rede. In heutiger Sprache würde man eben reden von der Erde, von unserer Erde. Und es gibt, man hat dann sich erinnert, es heißt im Schöpfungsbericht, die Erde ist dem Menschen übergeben, damit verantwortungsvoll umzugehen. A také vlastně se tímto novým čtením nově objevilo, že se i už v Biblii objevují odkazy na to, jak by člověk měl zacházet s planetou. Vlastně v tom příběhu o stvoření je, dneska bychom to mluvili o tom, že vlastně se tam jedná, mluví o celé planetě a vlastně, že tím stvořením planeta byla stvořena, byla předána člověku, čili je tam ta jasná výzva k tomu, abychom zacházeli s planetou odpovědně. In den 60er Jahren vor allen Dingen um 1968 herum, ist dann dieser Impuls durch die 68er-Bewegung, ich weiß, da gibt es einen großen Unterschied zwischen der 68er-Bewegung in Osteuropa und in Westeuropa. Bei uns in Westeuropa war die 68er-Bewegung eine, in Westeuropa war die 68er-Bewegung ja eine sehr linke Bewegung, eine Aufbruchbewegung. Ja, und die 68er-Bewegung hat dann diese kirchlichen Leute, die also angefangen haben, kritisch über die Kirchengeschichte, über sich selber nachzudenken, noch einmal beflügelt. Und in den 1970er Jahren ist dann auch noch die aus Lateinamerika kommende Befreiungstheologie dazugekommen. V 60. letech potom hlavně v roce 1968 vzešel nový impuls. Jsem si vědom toho, že ten rok 1968 a hnutí v něm obsažené mělo úplně jiný význam pro východní a západní Evropu. V té západní Evropě to hnutí roku 1968 bylo velmi levicové a přispělo k tomu, že vlastně ta církev začala přehodnocovat nebo měnit svůj postoj. A potom dále ještě v 70. letech k tomu z Latinské Ameriky vzešlo hnutí nazývané jako teologie osvobození. Und man hat dann angefangen, auch in der Theologie, an den Universitäten, in der theologischen Ausbildung, die Bibel neu zu lesen und zu interpretieren unter diesem neuen Zugang, unter diesem neuen Vorzeichen, wenn man so will. A začalo se v teologii a i na univerzitách potom s novým čtením Bible. Nově se Bible interpretovala na základě právě těchto nových znamení nebo těchto nových impulzů. Und in den 70er Jahren ist dann auch noch die Frauenfrage dazu gekommen, die Frage,
ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, die Frage der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, als weiteres Thema hinzugekommen, das auch im kirchlichen Bereich sehr intensiv, zumindest in Deutschland, diskutiert worden ist und auch bis heute auf der Tagesordnung steht. V 70. letech se také začala diskutovat otázka žen, otázka rovnoprávnosti, postavení mužů a žen. To bylo druhým velkým tématem, které se intenzivně diskutovalo, alespoň v Německu, a ta diskuse probíhá dodnes. Und bei dieser Relektüre der Bibel, in dieser kritischen, aus einer linken Perspektive erneut gelesen und interpretierten Bibel, hat man dann auch gefragt, da hat man dann vor allen Dingen sehr genau geschaut, nicht mehr auf das, was über den Himmel gesagt wird, sondern man hat geschaut, um welche gesellschaftlichen Konflikte geht es in diesen Texten eigentlich. Man hat festgestellt, in diesen Texten gibt es ganz viele gesellschaftliche Konflikte und man hat gefragt, wenn hier von Gott die Rede ist, wie verhält sich eigentlich der Gott, von dem die Rede ist, zu diesen und innerhalb dieser gesellschaftlichen Konflikte? Das war die Schlüsselfrage, die in diesen Jahren entstanden ist. Toto nové čtení Bible, nová interpretace Bible z levicového pohledu také se dívala přesně na to, co se píše tam o nebi, ale také co se tam píše o sociálních konfliktech ve společnosti. A také se ti lidé ptali vlastně, pokud se tam píše o Bohu, jak se popisuje jeho vztah k těmto sociálním konfliktům, jak se on k tomu chová. To byla vlastně ta klíčová otázka této doby. Ja, und in diesen Fragen ist dann sozusagen der Umschwung gekommen, dass man plötzlich gesehen hat, innerhalb des Alten und des Neuen Testamentes, da steht der Gott, von dem dort die Rede ist, überhaupt nicht auf Seiten der Regierenden. Der steht eigentlich eher auf Seiten der Leute, die man als arm bezeichnen kann, als Leute, die rechtlos sind, denen ihre Rechte vorenthalten werden, die versklavt sind, die einfach um ihre Rechte gebracht und um ihre Rechte betrogen werden. Das ist die entscheidende Einsicht dieser Zeit, dieser, ja, der 70er und 80er Jahre gewesen, in dieser Phase der Neulektüre und der kritischen Reflexion von Kirche und Theologie. A u těchto otázek vlastně pak teologové zjistili, že ve Starém zákoně ani v Novém zákoně Bůh nestojí na straně vlády, ale je na straně těch lidí, kteří jsou chudí, kteří jsou bez práv, kteří byli zotročeni. A tohle můžeme označit za ten rozhodující vhled 70. a 80. let ve fázi toho nového čtení, nového interpretování Bible. Plötzlich war klar, dass Kirche überhaupt nicht die Aufgabe hat, von ihrem Selbstverständnis, wenn man in die alten Quellen, in die alten Texte wirklich kritisch und genau reinschaut, dann ist es gar nicht die Aufgabe der Kirche, bestehende Herrschaften zu legitimieren, sondern dann ist es die Aufgabe der Kirche, bestehende Herrschaftsverhältnisse in Frage zu stellen und kritisch zu fragen, was machen die eigentlich da? Wem nutzt das eigentlich? Für wen handelt eine Regierung und wen übersieht die Regierung? Wessen Interessen ignoriert die Regierung? Diese Fragen haben Kirchen eigentlich zu stellen und sie haben nicht die Regierungspolitik zu unterstützen und zu legitimieren. A pak najednou bylo jasné, že církev, pokud se podíváme na ty staré texty, pokud se přesně podíváme na to, co se v nich píše, takže úlohou církve není legitimizovat ty mocenské poměry tak, jak jsou, ale úlohou je kriticky se na ně podívat, zaměřit se, otázat se, pro koho vlastně se taková moc nebo takové uspořádání je, v čím zájmu, koho toto mocenské uspořádání ignoruje. A vlastně to jsou ty otázky. Und das ist auch eingeflossen später in kirchliche Stellungnahmen und zwar unter dem Titel, funktioniert das noch? Ja, okay. Das ist dann eingeflossen in kirchliche Stellungnahmen unter dem Motto oder unter dem Titel Option für die Armen. Das heißt, die Kirchen haben sich dann so positioniert, dass sie gesagt haben, wir gucken uns die Politik so an,
dass wir fragen, was nutzt es den Armen in unserer Gesellschaft? Was nutzt es den Leuten, die wenig Rechte in unserer Gesellschaft haben? Was Regierungen da gerade machen? A později se toto promítlo do stanoviska církví pod určitým motem nebo titulem Alternativa pro chudé nebo možnost pro chudé. Vlastně a církev se dostala do takové pozice, kdy vlastně se ptá, co tohle a tohle přináší chudým. Co to znamená pro ty lidi, kteří jsou chudí? Und natürlich haben Kirchen und haben auch Leute wie ich, die bei der Kirche gearbeitet haben, als Pfarrer dann angefangen zu fragen, wenn wir das ernst meinen, wenn Leben nicht nur im Jenseits passiert, sondern wenn das Leben erst einmal im Diesseits passiert und wenn es durchaus auch um die Frage, gerade um die Frage der Lebenschancen im Diesseits geht, dann muss das ja auch politisch umgesetzt werden. A přirozeně, že potom církve a i lidé, kteří v církvi působili, faráři, pak se začali ptát, pokud tohle budeme brát tedy vážně, pokud se budeme zabývat tím světem, co je tady nejenom oním světem, tak potom se musíme podívat na to, jaké jsou životní šance, životní příležitosti. A abychom něco prosadili, tak je potřeba to prosazovat i v politice. Denn es reicht ja nicht einfach nur am Sonntag auf der Predigt schöne Worte zu machen oder als Kirche, als Kirchenleitung schöne Texte zu schreiben, schöne Appelle zu schreiben, die dann irgendwo ja, in einem Aktenschrank verschwinden und in der Praxis keine Rolle mehr spielen. Aby to nezůstalo jenom u toho, že si lidé poslechnou krásné kázání při nedělní bohoslužbě, nebo že někdo bude psát nějaké apely, které potom zůstanou, ale ležet a nic z toho se neobrátí do praxe. Und wenn man sich dann umguckt, oder da haben dann eben Kollegen, habe ich angefangen zu gucken, haben Kollegen von mir angefangen zu schauen, wo können wir denn das politisch wiederfinden? Wo können wir denn die Vorstellungen, die wir von einer gerechten Gesellschaft haben, wo können wir das dann in der Politik wiederfinden? In welcher Partei finden sich, in welchem Parteiprogramm finden sich Forderungen, die dieser Vorstellung, dieser Vision einer gerechten, einer friedvollen und auch einer ökologisch verantwortlich geprägten, gestalteten Welt, einer ökologisch verantwortlichen Wirtschaft entsprechen? A pak se začali ti, co působili v církvi, poohlížet po tom, kde vlastně se dají takováto řešení nebo takovéto představy najít. Představy o spravedlivé společnosti, u které strany, v kterém politickém programu něco takového je. Představy o mírové společnosti, o ekologickém přístupu, o ekologické odpovědnosti, o spravedlnosti. Naja, und da sind natürlich dann sehr schnell viele Leute wach geworden und haben gesehen, naja, bei den sogenannten christlichen Parteien in Deutschland findet man das eher nicht. Die haben zwar den Namen christlich im Namen ihrer Partei, aber die Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit, die Vorstellung von Friedenspolitik, die Vorstellung von Umweltpolitik, die uns, meiner Generation von Pfarrern, vor Augen schwebt, was wir als Vision vor Augen haben, das findet sich dann doch eher bei Sozialdemokraten zunächst, dann hat sich vieles bei den Grünen wiedergefunden und es findet sich vieles auch heute bei der Partei Die Linke wieder. Die Linke ist ja erst vor 10 Jahren entstanden, insofern von Anfang an war Die Linke nicht dabei, aber auch bei der Linken finden sich heute eine ganze Menge Vorstellungen wieder, die mit unseren Vorstellungen einer gerechten und besseren Welt gut zusammenpassen. A rychle se potom lidé probudili a zjistili, že u křesťanských stran v Německu se tyto ideje, tyto představy nenajdou, i když tyto křesťanské strany mají to křesťanství v názvu, ale ta spravedlnost nebo ty ekologické aspekty a tak dále, to není vlastně to, co moje generace by viděla jako vizi. Ty představy, o kterých jsem mluvil, se dají najít u sociální demokracie, částečně u zelených a hodně také potom v politické straně, která se jmenuje Die Linke, čili levice. Je to strana sice, která nebyla úplně od začátku toho, protože vznikla před nějakými 10 lety, ale je tam v jejich programu hodně z těchto představ, které se
hodně shodují s naší představou spravedlivého světa. Also heute ist das auch überhaupt nicht mehr, ja, es ist heute kein Problem mehr. Es ist heute selbstverständlich, dass auch so in der Sozialdemokratie, in der SPD in Deutschland Christen engagiert sind. Auch bei den Grünen sind Christen engagiert. Eine der Gründerinnen ist Berufskollegin von mir, die Antje Vollmer, war Pfarrer auch meiner Kirche, der Westfälischen Landeskirche. Aber wir haben auch Christen, mittlerweile eine ganze Menge Christen innerhalb der Linkspartei. Zum Beispiel der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow ist bekennender Christ und ist bewusst als Christ auch Mitglied der linken Partei. Samozřejmě, že hodně křesťanů se angažuje u sociální demokracie, čili SPD v Německu i ve straně zelených jsou tam také křesťané. Například jedna moje kolegyně, která byla farářkou, tak také se angažuje ve straně zelených. Křesťané jsou i v jiných stranách, například turínský ministerský předseda byl také v té straně Die Linke. Von den Grünen ist zum Beispiel der Europapolitiker Sven Giegold ebenfalls in der evangelischen Kirche engagiert, in dem Leitungsgremium des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Dort wirkt er mit. Například u zelených politik Sven Giegold, který je z evangelické církve a je činný v grémiu této církve. Und heute gibt es eher auch Konflikte zwischen der Kirche, auch der katholischen Kirche und zum Beispiel der CSU. Das wäre vor 30, 40 Jahren nicht denkbar gewesen. Aber es gibt im Augenblick in Bayern einen sehr scharfen Konflikt im Blick auf die Migrationsfrage. Die CSU in Bayern versucht, die Migration zu stoppen. Und die katholische Kirche, auch die evangelische, aber in Bayern gerade auch die katholische Kirche, widerspricht dem Staat mittlerweile sehr stark und sagt, wir müssen für die Leute, die flüchten, die vertrieben werden aus ihren Heimatländern, sei es aus Not, aus wirtschaftlicher Not, sei es aufgrund von Bürgerkriegen, sei es aufgrund von politischer Verfolgung, für diese Menschen müssen wir unsere Grenzen öffnen und wir müssen solidarisch sein mit diesen Menschen. Und da gibt es einen scharfen Streit mittlerweile zwischen der CSU und zwischen der katholischen Kirche. Das wäre, also vor 40 Jahren haben die Pfarrer der katholischen Kirche, vor 50 Jahren oder 60 Jahren, haben die katholischen Pfarrer von der Kanzel sonntags zur Wahl, wenn Wahlsonntag war, noch aufgerufen, die CSU zu wählen. Das ist heute nicht mehr vorstellbar. Dnes vlastně dochází ke konfliktu mezi katolickou církví a mezi CSU, což je něco, což před nějakými 30-40 lety by bylo naprosto nemyslitelné, ale teď tam vyvstávají konflikty především, pokud jde o otázku migrace. CSU jako taková se staví proti migraci a církev, a to myslím jak katolickou, tak evangelickou, zastává ten názor, že je potřeba těmto lidem pomoci, ať už prchají před hospodářskou nouzí, ať už jsou pronásledováni občanskou válkou nebo jsou politicky pronásledování, tak ten postoj je, že musíme být solidární a otevřít se jim. Takže z toho nyní vzniká konflikt, který před nějakými 40 lety naprosto by byl nemyslitelný. Tenkrát i před 50-60 lety, například když byly volby, tak faráři i evangeliští faráři v nedělním kázání vyzývali lidi například, aby volili CSU, což nyní je zase něco, co teď si to představit neumíme. Ich will aber noch, bevor ich dann auch so langsam zum Ende komme, noch einmal den Blick auch auf die Linke werfen. Ich bin eben einerseits Pfarrer, aber auch gleichzeitig Mitglied der Linkspartei in Deutschland. Und es ist ja auch nicht so ganz einfach, von der Linken mit der Kirche umzugehen, mit dieser veränderten Situation umzugehen. Předtím, než pomalu se dostanu ke konci svého projevu, tak bych chtěl říct, vlastně já jsem jednak farář a jednak jsem člen politické strany Die Linke a ten přístup vlastně, nebo ta kombinace toho obojího může být pro některé politiky nebo pro některé lidi obtížná. Aufgrund der schlechten Erfahrung, die Gewerkschafter, die Sozialdemokraten, die Sozialisten im 19. Jahrhundert mit Kirchen gemacht haben, hat es ja auch lange eine sehr ablehnende Haltung auf der Linken gegeben. Und die gibt es teilweise auch heute noch gegenüber Kirchen und Christen auch.
na základě špatných zkušeností, které vlastně v minulosti udělali jak odbory, tak sociální demokracie nebo socialisté z církví, tak vlastně tam tento odmítavý postoj nebo tyto určité problémy přetrvávají i dodnes. Aber ja, zumindest kann ich das für meine Gesellschaft sagen, für Deutschland sagen, es hat natürlich nach 1989, nach dem Fall der Mauer, auch in der Linken ein Umdenken gegeben. Man hat auch in der Linken angefangen zu fragen, was haben wir in der Vergangenheit falsch gemacht? Und man hat festgestellt, in der heutigen Gesellschaft, in der heutigen Situation, wo die Linke derzeit nicht gerade in der Mehrheit ist, sondern eher so bei 10, 20, 25% maximal sich bewegt in den Umfragen und auch in den Zustimmungen bei den Wahlen, da reicht es nicht aus, sich einfach nur auf sich selbst zu beziehen als Linke. Wenn man in einer Gesellschaft etwas verändern will, dann braucht man auch Bündnispartner. Und es gibt eben auch mittlerweile in der Linken Gesprächszusammenhänge, Gesprächsgruppen, wo man sich die Frage stellt, müssen wir nicht wirklich nach anderen gesellschaftlichen Bündnispartnern suchen? Und da stellt man auch auf der linken Seite fest, dass es mit den Kirchen und auch mit Christen, Kirche und Christen sind ja nicht immer identisch, dass es also mit Kirchen und Christen durchaus eine Reihe Gemeinsamkeiten gibt. Ale alespoň v naší společnosti, myslím teď německou společnost, vlastně po roce 89, po pádu berlínské zdi, se i na straně levice mnohé změnilo. Vlastně začali přemýšlet jinak, začali přemýšlet o tom, co jsme v minulosti udělali špatně. A v dnešní situaci, kdy levice nemá většinu podle průzkumu těch předvolebních nebo různých jiných průzkumů, se pohybuje kolem 20 až 25% a museli si uvědomit, že se nemohou orientovat jenom sami na sebe a že pokud chtějí něco změnit, tak proto potřebují určitého spojence, potřebují partnera, který jim pomůže. A říkali si vlastně, proč by měli hledat někoho úplně jiného, když je zde církev, se kterou mohou mít několik věcí společného. Myslím teď nyní církev i křesťany, což jsou dva pojmy, které ne vždy musí být identické. Es war ja lange so, dass es auch in der Linken üblich war, das war nicht unbedingt ein Zwang, aber es war üblich, dass man sich zum Sozialismus bekennt hat oder zu einer Form von Sozialismus bekannt hat als Gegenbekenntnis zur Kirche. Also man konnte entweder Christ sein oder Sozialist sein. Das war oft ein Gegensatz, auch aus linker Sicht. Was ich heute feststelle und sehe, ist, dass die Linke sich jedenfalls in Deutschland, ich weiß, dass das nicht in allen Ländern genauso ist. Es gibt einige andere Länder, in denen sieht die Situation etwas anders aus. Insofern sage ich jetzt immer Deutschland dazu, weil ich kann nicht für die ganze Welt reden. Das wäre nicht richtig. Aber zumindest in Deutschland und teilweise auch in Österreich sehe ich, dass gibt es auch an diesem Punkt ein Umdenken in der Linken, dass man sagt, wir wollen keine Bekenntnispartei mehr sein, sondern wenn wir eine politische Partei sind, dann soll es ein Zuhause sein, dann soll es ein Ort sein, wo die Leute, die ähnliche Vorstellungen von einer Gesellschaft haben, also von einer friedlichen Gesellschaft, von einer sozial gerechten Gesellschaft und von einer Gesellschaft, in der Männer und Frauen gleichberechtigt sind und in der auch ein verantwortungsvoller Umgang gepflegt wird mit der Umwelt, wo wir eine umweltverträgliche Wirtschaft vertreten, die sollen sich in einer linken Partei wiederfinden können, ohne dass sie sich zum Sozialismus bekennen müssen. Christen werden das etwas anders begründen, als Sozialisten das vielleicht begründen, aber diese ideologischen Begründungen sollen nicht ein Trennungspunkt sein, sollen keine Trennungslinie darstellen, sondern entscheidend ist, was wir als politisches Ziel haben und wir wollen die Menschen, die gleiche Ziele haben, zusammenbringen. U levice tomu bylo obvykle tak, nebyl to žádný mus, ale bývalo to tak obvykle, že se vlastně vyznávali nebo
vyznávali k socialismu, jako bylo to něco jako protějšek křesťanství. Vlastně člověk byl buď křesťan nebo socialista. Bylo to něco, co šlo proti sobě. A dnes v Německu, já samozřejmě vím, že v jiných zemích to může být jinak. Já mohu mluvit z pohledu Německa, nemůžu mluvit za to, jak je to v celém světě. Takže v Německu a i části Rakouska vidím určitou změnu myšlení u levice. A chtějí vlastně, jako aby politická strana, abychom jako lidé žili v takové společnosti, o které máme podobné představy. Takže je to společnost, která by měla být sociálně spravedlivá, kde mohou rovnoprávně žít ženy i muži, společnost, která se odpovědně chová k ekologickým otázkám. A aniž by se vlastně takováto levicová strana musela vyznávat k socialistickým idejím. Jde o to, aby tento ideologický koncept nebyl příčinou nějakého rozdělení, ale důležité jsou ty společné cíle. Und vielleicht als abschließende Bemerkung noch, wir haben das in fast allen europäischen Ländern, ein bisschen ausgenommen sind südeuropäische Länder, aber in fast allen Ländern haben wir das im Augenblick mit einer Zunahme von rechten Parteien, von rechter Politik zu tun. Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte werden und auch Umweltpolitik wird zur Disposition gestellt, wird in Frage gestellt. Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit werden abgebaut von rechter Seite. Das kann man in all den Ländern, in denen rechte Regierungen oder rechte Parteien in der Regierung sind, sehen. Und die Linke ist relativ schwach im Augenblick. Ich glaube, wenn wir nicht wollen, dass wir zurückfallen in eine Zeit des Faschismus, wir haben in Europa schlimme Zeiten erlebt. Und zumindest die ganz Alten unter uns können sich daran noch erinnern. Und ich glaube, daraus erwächst die Verantwortung für uns heute, alles zu tun, dass wir nicht wieder in eine solche Phase des Faschismus zurückfallen. Das werden wir aber nicht verhindern können, wenn jede Gruppe für sich alleine bleibt. Ich glaube, das kriegen wir nur hin, wenn es breite gesellschaftliche Bündnisse gibt. Und in dem Sinne möchte ich einfach auch nochmal wirklich aus der ganz inneren Überzeugung dafür werben, dass Christen und linke Parteien, dass Kirchen und linke Parteien da, wo es möglich ist, enger zusammenarbeiten, um einfach diese Rechtsentwicklung zu stoppen, um diese rechte Politik zu stoppen. Gerade aus Deutschland kommend weiß ich, dass vor 1933 die linken Parteien zerstritten waren, die Kirchen haben sich nicht interessiert für das, was passiert ist. Und es ist damals den Faschisten gelungen, die einzelnen Gruppen, die eigentlich antifaschistisch waren oder zumindest nicht auf Linie der Faschisten von vornherein lagen, gegeneinander auszuspielen und zu schwächen. Und ich glaube, die Lehre, die man ziehen muss heute, ist, dass wir zusammenarbeiten müssen, egal ob wir aus der Kirche kommen, ob wir aus der Sozialdemokratie kommen, ob wir von den Grünen kommen. Wir müssen, glaube ich, wirklich alles tun, um zu verhindern, dass der Faschismus zurückkommt. Und deshalb müssen wir lernen, miteinander ins Gespräch zu kommen, miteinander zu arbeiten, politisch zu arbeiten, nicht nur ideologisch, sondern auch praktisch politisch zu arbeiten. Na závěr bych chtěl říct, že vlastně v téměř celé Evropě, samozřejmě to není úplně ve všech zemích, například v jižní Evropě bych myslel, že tam je to jiné, je na vzestupu pravicová politika, kde se tolik nebere ohled na lidská práva, na ekologické aspekty a podobně. Vlastně ty pravicové strany, kde jsou ve vládě, tak tam tyhle trendy můžeme vidět. Levice je poměrně slabá, ale pokud se podíváme zpátky na historii Evropy a starší z nás si na to mohou vzpomenout, jak vypadala Evropa v době nástupu fašismu, v době druhé světové války a je naší odpovědností, abychom udělali vše pro to, aby se tato situace již neopakovala, ale nelze tomu zabránit, pokud každý budeme jenom sám, pokud budeme jako jednotlivé izolované skupiny. Je potřeba hledat spojenectví. A z vnitřního přesvědčení bych chtěl říct, že křesťané, církve a levicové strany by měly úzce spolupracovat, aby zastavili ten vzestup pravicové politiky.
Když se podíváme před rok 1933, tenkrát na politické scéně byla v Německu levice slabá, církev nejevila o společenské dění zájem a proto ta fašistická linie měla volnou cestu a využila toho prázdného prostoru. A my potřebujeme skutečnou spolupráci, tak abychom mohli vlastně spolupracovat, ať už křesťané, sociální demokraté, zelení, abychom udělali všechno proti tomu, aby se něco takového, jako byl fašismus, mohl vrátit. Potřebujeme na to dialog a potřebujeme na to politickou spolupráci. Tím myslím praktickou politickou spolupráci. Ja, soweit erstmal. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. To by bylo ode mě vše a děkuji vám za pozornost.